Ich frage mich, wo dieser Durchgang hinführt. Dahinter muss der Park liegen. Wie reizend. Mein André. Wer sind Sie? Und was um alles in der Welt tun Sie hier? Oh, hi. Entschuldigung, ich... Sie sind also das Frauenzimmer, das meinen Wagen genommen hat? Wegen Ihnen musste ich meine Beute die Gleise entlang schleppen. Tut mir wirklich leid. Ich begleite diesen Nomadenstamm und wir versuchen, aus dem Park herauszukommen. Ich dachte, der Wagen gehört niemandem und dass ich ihn für uns verwenden könnte.
Ich dachte nicht, dass ich damit jemandem schade. Sie hätten sich erst ein bisschen umschauen können. Er ist nicht für alle verlassen. Ha, das hat gerade noch gefehlt. Hier, braver Hund. Mama bringt dich in 0, nichts wieder zum Laufen. Wofür ist der Schlüssel gut? Zur Aktivierung der Automaten des Parks. Man muss sie immer mal wieder aufziehen, sonst werden die armen Dinger völlig neurasthenisch. Oder sogar bösartig. Und dann fallen sie aus. So. Es war nicht meine Absicht, so einen schlechten Start hinzulegen. Ich möchte mich vorstellen. Ich bin Kate Walker. Ich begleite den Stamm der Yukol auf ihrem Zug in ihre heiligen Lande. Und Sie sind? Hoho, eine Amerikanerin. Ja, ich hätte darauf wetten können. Ich hätte es mir denken können. Eine Amerikanerin. Ich bin Oberfeldwebel Katerina Viktorovna Drozdolova, Gewinnerin der Goldmedaille im Kugelstoßen bei der Moskauer Olympiade. Und Witwe des gefreiten Andrei Gregorowitsch Drozdolov. Altgedienter Artillerieoffizier und Eiskunstlauf-Champion. Hoch erfreut, Sie kennenzulernen, Katerina. Es könnte sein, dass Sie meine Rettung sind. Könnten Sie sich vorstellen, mir Ihren seltsamen Schlüssel zu leihen? Ich brauche ihn, um einen Automaten zu reparieren, den wir brauchen, um weiterzukommen. Sie sind wirklich höflich und drücken sich aus wie ein Buch, junges Fräulein. Sie haben Rückgrat, das gestehe ich Ihnen zu. Dieser Schlüssel ist extrem wertvoll für mich. Und nach allem, was ich weiß, können Sie und Ihre Wichtelbande eine Banditengang sein, die alles klauen wollen, was Sie kriegen können. Schrotthändler, die glauben, trotz der Strahlung sei hier eine Goldgrube. Ich habe das Gesindel mit einer Ladung Schrot verscheucht. Komm. Tut mir leid, wenn ich dränge, Katerina. Aber Ihr Schlüssel ist wirklich eine Frage von Leben und Tod für die Yukol und mich. Wir können nicht warten. Wenn Sie das sagen, Amerikanerin. Ich bin seit 40 Jahren hier. 40 Jahre? Ich dachte, alle Überlebenden wären nach der Katastrophe fortgegangen. Mein Andrejusha war immer sehr gut organisiert. Er vermutete, dass der eingestürzte Eingang die Luft reinhielt. Aber für ihn war es leider schon zu spät. Ihr Mann wurde verstrahlt? Wir beide. Aber mir hat es nicht geschadet. So bin ich einfach. Oder vielleicht war ich wegen all des Mülls immun, den sie mir verabreicht haben, damit ich bei Olympia goldene Nippes hole. Und seither haben Sie nie versucht, nach Weisenbohr zu gelangen? Nein. Ich hörte, dass alle Strahlenopfer dort in diese Klinik gesteckt wurden und nie wieder rauskamen. Außerdem hatte ich hier alles, was ich brauchte. Ein Heim. Ich bin meinem Andrejusha nah. Ich habe meinen Hund und so viel Beute, wie ich will. Warum stocken Sie Ihre Vorräte nicht auf, wenn Sie schon hier sind? Sogar diese Kümmerlinge müssen doch wohl was essen. Wir haben nicht viel Zeit. Wir werden verfolgt und ohne Ihren Schlüssel sind wir aufgeschmissen. Schön gut. Bitteschön. Aber passen Sie drauf auf, okay? Ganz sicher, Katerina. Eine letzte Frage noch, bevor ich gehe. Sie sagten, die Luft im U-Bahn-Tunnel sei sauber. Führt der aus der Stadt hinaus? Ja. Folgen Sie einfach den Gleisen hinter meinem Quartier, dann verlassen Sie Baranur durch die Station Olympiastadion am Ende der Linie. Das ist die Endhaltestelle. So vermeiden Sie nicht nur die Strahlung, Sie haben auch Strom. Einer der wenigen noch funktionierenden Stromkreise der Stadt. Seien Sie nur vorsichtig. Ein paar Rohre sind gebrochen und haben einige Korridore mit Seewasser überschwemmt. Danke, Katerina, für alles.
Was gibt's Neues, Kate Walker? Frau Kate Walker hat offenbar Zeit für Spaß. Dieses Fahrgeschäft ist der einzige Weg, den ich gefunden habe, der zur U-Bahn-Station führt. Was findet Frau Kate Walker für Yukol? Ich habe erfahren, dass der U-Bahn-Tunnel sicher ist. Keine Strahlung. Ich meine, frei von allen bösen Geistern. Aber am wichtigsten ist, dass wir, wenn wir über die Endstation die Stadt verlassen können, gleichzeitig auf der heiligen Route des Straußenzuges bleiben. Wohin führt der Ausgang der Station? Eine Art Sportstadion. Olympia oder so ähnlich. Olympia. Land der Märtyrer. Gute Arbeit, Kate Walker. Ich weiß nicht, was die U-Call ohne deine Hilfe tun würden. Zuerst müssen wir die Kristalle auf den Strand hochziehen. Wie können wir dir helfen, Kate Walker? Also, eure großen Strauße können nicht mit dem Wagen zur U-Bahn gelangen. Können die U-Call den Schutt am Bahnhofseingang wegräumen, während ich mich um die Kristall kümmere? Gehe Freiwillige suchen. Bis bald, Frau Kate Walker. Olympia. Ayahuasca schien das nicht zu gefallen. Tatsächlich habe ich gehört, dass der letzte Straußenzug in Schwierigkeiten geriet. Eine Tragödie, die bleibende Narben hinterließ. Aber du hast momentan genug zu tun. Wir sprechen später darüber. Was ist der nächste Schritt, wenn wir Baranur verlassen haben? Der Fluss Balatöm. Wenn wir ihn über die heilige Brücke überquert haben, sind wir jenseits der Grenze in Jakastan. Unsere Verfolger können uns dort nichts mehr tun. Hast du etwas von den U-Call gehört, die noch in der Kristall eingesperrt sind? Es geht allen gut, auch wenn die Strauße langsam ungeduldig werden. Wir müssen sie bald da rausholen, Kate Walker. Ich gehe, Kirk. Ich muss einen alten Freund finden. Mal sehen, ob Katharinas Aktivierungsschlüssel funktioniert. Mal sehen, ob Katharinas Aktivierungsschlüssel funktioniert. Kate Walker. Hallo, Kate Walker. Sind wir bereit? Können wir jetzt los? Haben Sie die Sprungfeder des Zugs wieder eingebaut? Und Herr Hans Vorarlberg, ist er an Bord? Es gibt keinen Zug mehr, Oscar. Und auch keinen Hans Vorarlberg mehr. Wie bitte? Und Sie sollten eigentlich auch tot sein. Ich habe Ihr Herz einem anderen Modell eingebaut. Das ist wie Sie. Und es scheint zu funktionieren. Es ist schön, Sie wiederzusehen, Oscar. Ist alles in Ordnung, Oscar? Ich glaube schon, Kate Walker.
Nach allem, was ich weiß, wurde ich nicht für Seelenqualen programmiert. Ich schätze nicht. Aber Oscar, Sie waren immer sehr talentiert. Dieser neue Körper ist sehr reparaturbedürftig. Jedes Gelenk ist von osteoarthritischem Rost befallen. Oscar, ich brauche Ihre Hilfe. Natürlich, Kate Walker. Das ist meine Funktion. Wir sitzen hier in einem verstrahlten Gebiet fest und müssen so schnell wie möglich weg, um unseren Verfolgern zu entgehen. Aber die Yukol und ihre Herde sind in dem Schiff eingesperrt, das uns an diesen vergifteten Strand gebracht hat. Wir müssen die Kristall aus dem Sand herausziehen und die hintere Luke freimachen, damit die Strauße raus können. Auf der Brücke dort drüben ist ein Fahrzeug, das wir benutzen können, aber es sieht aus, als könnte nur ein Automat es fahren. Ich helfe Ihnen gern, solange dieser abgenutzte Körper es aushält. Wir kriegen das schon hin, Oscar. Vertrauen Sie mir. Nun, ich werde tun, was ich kann, um zu helfen, Kate Walker. Aber... Kate Walker, meine Kleider! Ich habe keine Kleider an! Oscar, die Yukol und ich haben schon ganz anderes gesehen. Wir halten das schon aus. Nein, nein und nochmals nein, Kate Walker. Es kommt nicht in Frage, dass ich so unbedeckt herumspaziere. Meine mechanische Intimsphäre wird von Industriepatenten geschützt, die den Fortbestand der Vorarlberg-Produktion sicherstellen. Ich brauche Kleidung, so ist das nun einmal. Oscar, bitte. Es hat keinen Zweck, Kate Walker. Ohne anständige Bekleidung bewege ich mich hier nicht mehr. Schon gut, schon gut. Ich besorge Ihnen Kleider.
Aber wo sind die Yukol hin? Was ist hier los? Ich schlafe nicht so, dass du zu ihr mit Tatjana gezwungen hast. Wenn ich nur daran denke, dass du mit ihr zusammen bist. Oh, das bringt mich um. Genauso wie wenn ich Jori heiraten müsste. So, sehr traurige Geschichte, Frau Catwalk. Piotr und Genia knutsch, knutsch lieb. Aber Familienversprechen Tatjana und Juri kriegen Geld von Großonkel Josef, der... Finden Sie wirklich, das ist die richtige Zeit, um kitschige Seifenopern anzuschauen? Wir müssen den Eingang freimachen, bevor Olga und der Oberst hier ankommen. Da, da. Yukol gehen zurück, Raben. Wir können nichts tun, meine süße Genia. Wir müssen uns einfach in unser Schicksal fügen und versuchen, tugendhaft zu leben. Wir müssen uns nicht aufgeben. Vielleicht... Vielleicht, wenn Tatjana und Juri etwas zustieße. Ein Unfall im Reaktor zum Beispiel. Genia, du meinst doch nicht wirklich. Katharina? Ah, sie schon wieder. Hier ist ihr Schlüssel. Danke nochmal. Was brauchen Sie denn? Kleider. Für Oskar. Meinen Freund, den Automaten. Hä? Wissen Sie, für einen Automaten ist er echt prüde. Ich finde Ihre Geschichte sehr obskur. Wie auch immer. Da drüben im Schrank sind Andrejs Sachen. Hiermit können Sie sie öffnen. Aber nehmen Sie nicht mehr, als Sie brauchen, ja? Ich hänge noch an diesen ganzen Sachen. Sie sind Andenken. Kate Walker! Was tun Sie hier, Oskar? Je schneller ich anständig gekleidet bin, desto besser. Auf dem Weg zu Ihnen kam ich an einer Gruppe haariger und sehr unhöflicher kleiner Leute vorbei. Die Spötteleien, denen ich ausgesetzt war, möchte ich hier nicht wiederholen. Denken Sie sich nichts dabei. Hier, sehen Sie im Kleiderschrank nach. Die Kleider sollten Ihnen passen. Wie sehe ich aus, Kate Walker? Steht Ihnen sehr gut, Oskar. Perfekt. Danke, Kate Walker. Jetzt sagen Sie mir bitte mehr über das Fahrzeug, das ich fahren soll. Er ist auf dem Pier bei unserem Schiff. Der Kristall. Dann treffen wir uns dort, Kate Walker. Großartig. Bis bald, Oskar.
sieht komisch aus. Hoffentlich ist alles in Ordnung. Kirk, was um alles in der Welt machst du da? Also, ich... Lass mich raten. Die anderen Yukol haben dir von der Seifenoper erzählt, die Katharina sich anschaut? Nein. Dann bist du natürlich keinesfalls hier, um sie dir anzusehen, oder? Ein großer spiritueller Führer wie du könnte solchen Albernheiten doch nichts abgewinnen. Natürlich nicht, Kate Walker. Also wolltest du gerade zurück zu deinem Stamm gehen und nachsehen, ob alles gut läuft? Ja, das stimmt. Und ich muss jetzt wirklich los. Bis bald, Kate Walker. Oscar ist bereit. Sehr gut. Ah, Kate Walker. Was soll ich tun? Sie müssen mit Hilfe dieses Fahrzeugs die Kristall auf den Strand schleppen. Glauben Sie, Sie schaffen das? Ich war der Fahrer des Vorarlbergzugs, Kate Walker. Diesen Traktor zu fahren ist ein leichtes für mich. Ich brauche nur etwas Hilfe, um diesen Auftrag auszuführen. Was brauchen Sie? Zuerst müssen Sie die Kristalle am Traktor festmachen. Okay, Oscar. Und dann? Nun, das ist tatsächlich alles, da dieser Traktor noch mit Strom versorgt ist. Trotz des offensichtlichen Mangels an Wartung, den er an diesem verlassenen Ort erlitten hat. Um ehrlich zu sein, war ich es, die den Strom im Park wieder eingeschaltet hat. Oh, großartiges Engagement. Das zeigt von Ihrem großen Unternehmungsgeist, Kate Walker. Danke, Oscar. Dieses Kabel wäre perfekt, um die Kristalle abzuschleppen. Ich brauche nur Hilfe, um es freizubekommen.
Frau Catwalker? Nehmen Sie bitte das Kabel neben sich und verbinden Sie es mit dem Traktor dort drüben. Tja, tja. Danke. Ja, Kate Walker? Los geht's, Oscar. Versuchen Sie, nach vorne zu fahren. Oscar, halt! Es funktioniert nicht, Oscar. Wir ziehen die Kristalle nur tiefer in den Sand. Das ist in der Tat ärgerlich. Der Zug, den diese Maschine ausübt, ist viel zu horizontal ausgerichtet. Es wäre besser, das Schiff von einer höheren Position auszuschleppen. Das Kabel würde schräg verlaufen und Ihr Schiff würde gleichzeitig nach vorne und nach oben gezogen. Was für eine brillante Analyse der Situation, Oscar. Gibt es noch eine andere Möglichkeit? Nicht wirklich, Kate Walker. Aber Sie sollten weiter hinten auf dem Pier nachsehen. Können Sie das Kabel etwas lockern, sodass ich den Traktor dorthin fahren kann? Ja, Kate Walker? Los geht's, Oscar. Versuchen Sie, nach vorne zu fahren.